grüße euch. Hier ist wieder Laila Santini live aus Mallorca im November 2015. Die Sonne scheint, die Vöglein zwitschern, also ist jetzt ein wundervoller Moment gekommen für dich, für euch ein neues Video zu machen. Heute möchte ich für dich, für euch über folgendes Thema referieren, sprechen. So manifestierst du richtig. So veränderst du dein Leben jetzt zum Positiven. So schaffst du es aus negativen Situationen, negativen Lebensumständen, negativen Hervorkommnissen heraus. Es gibt viele Menschen, die sind unglücklich mit ihrem Leben. Es gibt viele Menschen, die sind unglücklich mit ihren Lebensumständen. Wenn du zum Beispiel an einem Ort lebst, der dir nicht gefällt, du magst deine Wohnung nicht, du magst deinen Ort nicht, du magst die Nachbarn nicht, dir gefällt dein Job nicht, dir gefällt dein Gehalt nicht, dir gefällt ja vielleicht dein Körper nicht, deine Kleidung oder deine Beziehungen nicht. Und du möchtest etwas verändern und du hast das Gefühl, du kannst nichts verändern, weil du aufgrund von gewissen Umständen an dein momentanes Leben gebunden bist. Sei es, dass du ein gewisses Gehalt hast, also kannst du aufgrund der Arbeitsstelle nur in einer gewissen Ortschaft bleiben oder du kannst nur gewisse, ja, Ausgaben finanzieller Art vornehmen. Die meisten Menschen wünschen sich ein komplett anderes Leben als das, was sie führen. Wenn ich eins in meinen jahrelangen Readings über diesen langen Zeitraum herausgefunden habe, dann ist es, dass leider die meisten Menschen absolut unglücklich sind mit ihren Jobs, mit ihrem Beruf, mit ihrer Wohnung, mit ihrer Lebenssituation, mit ihrer Partnerschaft. Die meisten Menschen sind glücklich, weil sie dann zum Beispiel in die Natur gehen oder sie beschäftigen sich mit ihren Kindern, mit ihren Tieren, sie meditieren, sie machen Yoga. Dennoch ist es noch nicht so ganz das perfekte Leben und viele von euch schreiben mir bei Facebook oder bei YouTube, dass sie schon ganz, ganz viel gemacht, geheilt, aufgelöst, manifestiert haben und es hat sich noch nicht richtig was ergeben. Warum das so ist, ne? Darauf gehe ich gleich ein. Zuallererst möchte ich dir erstmal ein paar wichtige Regeln, spirituelle Techniken an die Hand geben, einfach damit du weißt, du kannst dein Leben immer zum Positiven verändern, egal wie alt du bist, egal was Voraussetzungen du hast, egal wo du dich gerade befindest, egal wie es dir körperlich, geistig, seelisch, mental gehen mag, egal welchen Job du hast, egal was für eine Ausbildung du hast, egal was sich Negatives um dich herum befindet, denn dass du dich momentan vielleicht oder vermutlich in einer Situation befindest, die dir in verschiedenen Ebenen nicht gefällt, sei es Job, Beruf, Geld, Wohnung, Haus, Wetter, also ich mag das Wetter hier, Partnerschaft, was gibt's noch, Kleidung, Ernährung. Das liegt daran, dass etwas in deiner Vergangenheit, in deinem Inneren, in deinem Herzen, in deiner Seele, auf deiner Seelenebene, in deinem Karma, dein momentanes Außen manifestiert hat. Wenn dir dein momentanes Außen nicht gefällt, du unglücklich bist, dann musst du, das weißt du vermutlich, gewisse spirituelle Gesetze anwenden, gewisse Techniken, damit du dein Innerstes, deine Seelenebene zum Positiven verändern kannst. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Viele Menschen sind sehr ungeduldig. Viele sagen mir, Laila, ich habe so viel geheilt, gemacht, aufgelöst, manifestiert. Warum ist denn mein Traumleben, Traumpartner XY noch nicht da zu mir gekommen? Dazu kann ich nur sagen, die Spiritualität, die Gesetze des Universums, die Gesetze der Manifestation, die Gesetze des Kreierens, das sind große, wundervolle Gesetze. Das sind Gesetze, die muss man beherrschen, die muss man kennen, die muss man auswendig kennen, die muss man üben, die muss man beherrschen. Ich meine, wir wissen, dass gerade in der physischen Welt, wenn es um sowas, ja, sagen wir mal, Simples, wie zum Beispiel eine Lehre, eine Ausbildung geht, sagen wir mal, jemand möchte eine Lehre zum Handwerker, zum Tischler, zur Reiseverkehrskauffrau machen,
dann wissen wir, ja, das klingt simpel, aber was braucht es dafür? Man weiß, okay, man möchte Reiseverkehrskauffrau oder Tischler oder Handwerker oder Wasserinstallateur werden. Dann weiß man, okay, man muss sich bewerben, man muss einen Meister finden, man muss einen Ausbildungsplatz finden, man muss sich gegen andere Bewerber durchsetzen. Du weißt, wenn du in der physischen Welt eine Lehre, eine Ausbildung machst, du musst 3 Jahre dort an dieser Ausbildung teilnehmen, du musst jeden Tag 8, 9, 10 Stunden, ich weiß es nicht, zum Ausbildungsort erscheinen, du musst zur Berufsschule gehen, du musst Prüfungen ablegen, danach musst du das Übernahmejahr machen und selbst wenn du dann in dem Beruf arbeitest, musst du deine perfekte Stelle finden und selbst dann, wenn man in diesem Beruf bleibt, als Reiseverkehrskauffrau, Bürokauffrau, Handwerker, gibt es immer Weiterbildung, Fortbildung, Fortbildungsmaßnahmen, die man allein in einem normalen, ja, recht normalen alltäglichen Alltagsberuf ausüben muss. Und ich rede noch nicht mal von einem physischen Studium, jetzt zum Beispiel zum Arzt, zum Ingenieur, zum Architekt. Wie viele Jahre Studium da auf einen zukommen, was man da für sehr gute Noten abliefern muss und wie krass man sich da noch weiterbilden muss als Architekt, als Arzt. Man muss sich immer anpassen an die neuesten Studien, Erkenntnisse etc. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte, dass du dieses Konzept anwendest auf die geistige Welt. Spiritualität, die spirituellen Gesetze, das Anwenden dessen, das Lernen dessen, das Verstehen dessen, das Diszipliniertsein innerhalb dieser spirituellen Gesetze, die Seele, die eigene Seele, sehen, hören, fühlen, lernen, die Chakren reinigen, die Aura reinigen, die Energiekörper reinigen, affirmieren, ein Vision Board basteln, Manifestationsgesetze lernen, immer positiv denken, die äußeren Umstände ausblenden, wenn sie dir nicht gefallen, dein Leben zu deinem Traumleben umzubauen, ja, das braucht Zeit, Energie, Hingabe, Disziplin. Es ist vielleicht wirklich dahingehend anzusiedeln, als würdest du das Studium zu einem Mediziner, zu einem Chirurg, zu einem super krassen Professorin hinlegen. Ich möchte dir damit sagen, wenn du ungeduldig bist, wenn du traurig bist, du hast ein paar Sachen gemacht in der spirituellen Welt und dein super perfektes Traumleben ist noch nicht da. Wie sagt man auf Englisch? It takes hard work. Ne? Es steht sogar in der Bibel. Gott sagt, ich habe nicht gesagt, dass es einfach wird. Natürlich, wenn du sagst, es wird einfach, wenn du manifestierst, alles ist leicht. Alles ist einfach in meinem Leben. Mir fließt alles in Leichtigkeit zu. All meine Wünsche, Träume werden sich in Leichtigkeit jetzt manifestieren. Wenn du diese Affirmation 50 Mal jeden Tag, einmal am Tag 50 Mal aus voller Inbrunst sprichst, denkst, in den Spiegel sprichst, sie mit deinem iPhone, Handy, was weiß ich, aufnimmst, es dir zum Einschlafen abspielst, dann wird es so sein. Du kreierst deine eigene Welt. Die meisten meiner Zuschauer kennen all diese Gesetze. Deine Gedanken kreieren deine Welt, deine Erfahrungen. Dein Unterbewusstsein, deine tiefsten Überzeugungen kreieren deine Welt, dein Leben, deine Beziehung, dein Geld, dein Job, dein Wetter, dein Leben. Ne? Das, was du jeden Tag sagst, sprichst, speak and it will shall come. Das steht auch in der Bibel. Sprich und es wird wahr. Du musst also gucken. Gehst du vielleicht einmal in der Heilung alle paar Wochen und redest und denkst und fühlst du dann den Rest der Zeit negativ? Worüber sprichst du mit deinen Freunden? Worüber sprichst du mit deiner Familie? Selbst wenn du vielleicht seit 20 Jahren, es gibt Leute, die sagen mir, sie sind seit 20 Jahren selber Heiler, haben schon Familienaufstellung gemacht. Aber es ist ein Unterschied, ob du eine Heilerausbildung gemacht hast und du machst Heilungen und du vergisst deine Affirmation, deine Gebete, deine Wünsche zu sprechen, du vergisst dein Vision Board zu machen, du vergisst dein Unterbewusstsein aufzuräumen. So wie ein angehender Mediziner oder Architekt, also ich wähle bewusst schwierige Berufe, um dir zu verdeutlichen, dass man mit den spirituellen Gesetzen, man muss das schon ein bisschen ernst nehmen. Ja, also es ist mir öfters aufgefallen, dass so in der spirituellen Szene herrscht so ein bisschen
die Erkenntnis, dass alles einem vom Baum zufällt, ohne dass man was dafür tut. Also es gibt viele sehr erfolgreiche Leute, die sprechen bis heute in ihren Videos oder Blogs darüber, dass die tägliche Meditation, die Daily Meditation, it's still hard work for them. Also die sagen, es ist immer noch harte Arbeit für diese Menschen, die total erfolgreich schon sind, ihr Traumleben aufgebaut haben, die seit 6, 7 Jahren meditieren, die sagen, es kostet sie jeden Tag erneut Überwindung zu meditieren. Das ist nur die Meditation, etwas, wo man sich hinsetzt, die Augen schließt, man atmet, man macht nichts. Om Shanti, oh. Ein bisschen Spaß muss sein. Ich möchte dir damit sagen, es ist, wenn du dich dazu entscheidest, mutig zu sein, ein Lichtarbeiter zu sein, eine Lichtkriegerin zu sein, wenn du dich dazu entscheidest, kein Opfer mehr zu sein deiner bisherigen Realität, die auf deinem alten Karma, deinen alten Bunden, deinen alten Verträgen, deinen alten Affirmationen, deinen alten Seelenanteilen, deinen alten Überzeugungen, den alten Vererbungen deiner Familie, deiner Ahnen, deiner Umgebung basiert. Dann kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das ist, das zu durchbrechen. Denn nicht nur deine Gedanken, deine Gefühle manifestieren, sondern du wirst zu dem Menschen, andersrum, die Menschen, die Gespräche, die Inhalte, die Gedanken, die Überzeugungen, mit denen du dich täglich umgibst, seien es Nachbarn, Freunde, Familie, Bekannte, im Job die Kollegen, seien es Film und Fernsehen und Zeitungen. Alles, was du dort täglich konsumierst, geht in dein Unterbewusstsein. Und wenn dein Kollege immer klagt, wie schlecht es ihm geht, wie schrecklich alles ist, wenn deine Familie, dein Partner, Partnerin, Kinder, die Leute, mit denen du täglich redest, können sogar Leute in Tante-Emma-Land im Supermarkt sein, wenn die immer sagen, ach, alles ist so schrecklich. Dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, bist du das oder ist es der andere. Das heißt, you have to get clean, du musst sauber werden. Du musst dein Leben erstmal dahingehend umstellen, dass du dir negative Überzeugungen, negative Gespräche, negative Menschen, negative Inhalte in Filmen, Fernsehen, Zeitungen, Büchern komplett vom Leibe hältst. Das ist schon eine Umstellung. Ne? Man kann nicht ein paar Heilungen machen, ein bisschen affirmieren, manifestieren und dann guckt man sich abends irgendwelche Dramen im Fernsehen an, liest man irgendwelche Horrorgeschichten, unterhält man sich 3 Stunden mit der besten Freundin, die sagt, wie scheiße das Leben ist. So funktioniert das nicht. Du musst es richtig machen. Du musst es wollen. Du musst es von Grund auf richtig machen, wie ein Studium. Ne? Also du musst, wenn du dein Leben verändern möchtest, du musst die Gesetze der Manifestation, des Kreierens, du musst das Universum, deine Seele verstehen lernen. Und du musst anfangen auszumisten. Du musst aufschreiben, was du möchtest, ohne dass dein Ego, dein Verstand, deine Konditionierung, alte Seelenanteile, die Konditionierung von Menschen dazwischen quatschen. Du musst aufschreiben, wie du leben möchtest. Dein Traumgehalt, dein Traumberuf, dein Traumkörper, Traumbeziehung, Traumland, Traumwetter. Und es ist total egal, was dein Kopf, dein Verstand, deine Konditionierung das aussagt. Ja, aber, ja, aber, ja, aber. Also, ja, aber hat noch niemanden weitergebracht, außer noch mehr nach unten. Schreib dein Traumleben auf. Und dann schreib auf, wie es jetzt momentan in der Realität aussieht. Die Realität ist ein Ergebnis dessen, was du vor langer Zeit kreiert hast. Ich meine nicht nur in diesem Leben, auch in alten Leben. Du weißt ja gar nicht, was hast du für alte Überzeugungen in alten Leben gesammelt. Die meisten Menschen, das sehe ich immer hellsichtig, die ziehen einen Rattenschwanz von Hunderten, Tausenden von Seelenanteilen aus alten Leben, je nachdem wie alt deine Seele ist, mit sich her. Und jeder einzelne von deinen Seelenanteilen hat mitzuquatschen, mitzureden, hat was zu erzählen. Das heißt, du kannst zwar anfangen zu affirmieren, zu meditieren, aber wenn es alte karmische Seelenanteile von dir gibt, die ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben, die pessimistisch sind, die gar nicht ein Traumleben haben wollen, das sind die Stimmen im Kopf. Die Stimmen im Kopf. Ne? Also ich sehe immer hellsichtig, ich sehe die Person und dann sehe ich die alten Leben. Ich sehe über Raum und Zeit hinweg die alten Seelenanteile. Ich sehe das Karma. Ich sehe die Ahnen. Ich sehe die Energieblockaden. Und wenn du als ein Mensch versuchst, dagegen anzukämpfen, ohne deine Seelenanteile, dein Karma, deine Ahnenreihe, dein Unterbewusstsein,
dein Leben zu heilen, zu reinigen, was ich ja in meinen anderen Videos immer kundtue, promote, wie du das machst. Chakrenreinigung, Auraheilung, Karmaauflösung, Seelenverträge heilen, auflösen und so weiter und so fort. Ne? Natürlich gibt es individuelle Fälle. In meinen Videos gehe ich auf die Gesamtheit ein. Wenn du merkst, du kommst nicht weiter, heißt es gibt karmische Seelenanteile, es gibt Karma, es gibt Blockaden in deinem Unterbewusstsein, uralte Überzeugungen, die manifestieren dir genau das Gegenteil, heimlich hinter deinem Rücken von dem, was du möchtest. Das heißt, wenn etwas in dir stärker ist als du und du weißt nicht, was das ist, du weißt nicht, was für ein altes Leben hast du gehabt, du sehnst dich vielleicht nach einem Leben in der Sonne und dann gibt es aber Leben, wo du in alten Leben in der Sonne gelebt hast und du hast dort in der Wüste gelebt, du warst bitterarm, du mochtest das nicht, du bist in Sandstürmen erstickt, ich habe sowas schon gesehen in Readings, dann wird dieser Anteil alles dafür tun, dass du sicher in deiner Wohnung in einem kalten Land bleibst. Weißt du, was ich meine? Also, ich könnte stundenlang weiterreden, aber um das Thema zu einem Abschluss zu bringen, wenn du dein Leben zum Positiven verändern möchtest, dann musst du dich auf das Positive, was da ist, konzentrieren. Du musst deine negativen Umstände ignorieren, weil die sind ein Ergebnis von alten, uralten Manifestationen von dir. Und dann darfst du dich nur noch auf das fokussieren, was du willst. Schreib deine Wunschliste, schreib dein Wunschleben auf. Kreiere dir ein Vision Board, kleb deine Wunschbilder auf, häng es dir über dein Bett, dein Schreibtisch, da wo es keiner sieht, außer du und deine Liebsten, lass auch keiner negativ darüber sprechen. Schreib dir Affirmationen auf, die dazu passen, nimm sie dir auf mit deinem Handy, deinem iPhone und beschäftige dich nur noch damit, was du in dein Leben ziehen willst. Und wenn das nicht heute, morgen, übermorgen, im nächsten halben Jahr klappt, gib nicht auf, weil du kämpfst ja gegen etwas an, was uralt ist. Und das muss gelöscht werden. Wenn deine Seele alt ist, sagen wir mal, du bist eine Star-Seele, eine Sternenseele, du bist ein Starseed, du bist ein Lichtarbeiter, ein Lichtkrieger. Sagen wir mal, du kommst von einem anderen Stern, was bei den meisten meiner Zuschauern so ist, sonst würden sie nicht zuschauen. Dann bringst du nicht nur Erdenkarma mit, sondern du bringst auch Überzeugungen, Karma, Verbindungen, Anteile von anderen Planeten, Galaxien, Erfahrungen mit. Das muss auch berücksichtigt werden. Das heißt, ja, es ist ein Studium, ja, es kann Jahre dauern, ja, es ist die Reise wert. Ich bin hier, um dir zu zeigen, als lebendiges Beispiel, Living Proof, du kannst deine äußeren Umstände ignorieren, indem du ein, zwei Mal am Tag meditierst, deine Augen schließt, nach innen gehst, dir dein Traumleben vorstellst, es aufschreibst, Affirmationen aufschreibst, sprichst, liest, dein Vision Board kreierst, es dir jeden Tag anguckst und du daran arbeitest, alles alte, Karma, Seelenanteile, Blockaden zu lösen, zu erlösen, zu löschen. Das sind zum Beispiel Heilungstechniken, die beschreibe ich in meinen anderen Videos, beziehungsweise gehe ich individuell in meinen Seelenreadings mit meinen Klienten darauf ein, was. Bei den meisten Menschen ist das gar nicht so. Ich habe Klienten, die waren ein, zwei Mal bei mir, die haben die Sachen gelöst und tada, physische Schmerzen weg, Beziehung super gelaufen, die erschaffen sich ihre neuen Berufung, sind super glücklich. Ne? So einfach kann das sein. Die Hilfe ist da. Dein Ziel ist es, dass du dir erlaubst, dein Traumleben zu leben. Es fängt mit der Meditation, mit Affirmation, Gebeten und den Gesetzen an. Ja, beschäftige dich mit The Secret, dem Gesetz der Anziehung. Wenn das Gesetz nicht klappt, dann weil du etwas in dir hast, was das verändert. Das muss gelöscht werden. Also, du Liebe, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen mit meinem Video helfen. Ich wünsche dir alles Liebe. Du kannst dein Traumleben leben. Natürlich wird das wahrscheinlich nicht von heute auf morgen klappen oder von mir, aber selbst das ist eine negative Affirmation. Also sag ich dir, doch, es kann leicht sein. Es kann leicht sein, es kann dir gelingen. Gib nicht auf. Identifizier dich nicht mit deinem gegenwärtigen Zustand. Das Universum, Gott, deine Seele, die Göttin lieben dich. Deine Seele, deine Engel haben kein Interesse daran, dass du unglücklich bist. Lebe dein Traumleben. Und fang nicht an mit ja, aber, dann wird es nicht klappen. Du musst sagen, ja, so wird es sein. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Konzentriere dich auf das Positive, auf deine Wünsche, auf das Licht, auf die Liebe. Meditiere, affirmiere, mach dein Vision Board und heile dich. In diesem Sinne grüße ich dich live aus Mallorca. Adios und bis zum nächsten Video. Ciao.